Guten Abend und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo Niedersachsen am Sonntag. Ja, vor einer Woche und einem Tag brach über den Süden von Israel das Grauen herein mit den Terrorattacken der Hamas. Seitdem sind täglich neue Schicksale bekannt geworden. Viele Bilder kursieren von schrecklichen Taten, die überall auf der Welt Entsetzen ausgelöst haben, auch bei uns in Niedersachsen. Zudem kommt das Leid vieler Menschen im Gazastreifen hinzu. Wie wir hier bei uns mit all dem umgehen können, wie wir auch mit Kindern darüber sprechen können, das frage ich gleich eine Psychologin. Zunächst schauen wir nach Wunstorf, denn dort sind heute Nacht und am frühen Morgen zwei Maschinen der Bundeswehr angekommen, mit Deutschen an Bord, die noch in Israel waren. Nächstes Thema, Fracking. Fracking-Gas ist ja durchaus umstritten, also das Gas, das verflüssigt auch bei uns an den niedersächsischen LNG-Terminals ankommt. In ihrer Kritik haben sich jetzt Umweltschutzorganisationen aus Deutschland und den USA zusammengetan. Und im Moment besuchen amerikanische Umweltschützerinnen Europa. Bei ihrer Stippvisite in Wilhelmshaven hatten sie heute klare Botschaften dabei. Die Lager, wie manche sie auch nennen, also insgesamt doch ein Erfolg. Gleich ist Schluss, davor gab es aber einen ordentlichen Festakt. Und auch jetzt ist noch nicht alles vorbei. Andi Gavelmeier, live aus Bad Gandersheim. Wie emotional war denn dieser Tag, dieser letzte? Also, da gibt es doch was, worauf man sich freuen kann. Andi Gavelmeier, ganz herzlichen Dank nach Bad Gandersheim. Wir lassen uns jetzt an der Küste noch ein bisschen den Wind um die Nase wehen. Es sind wieder Zugvogeltage im niedersächsischen Wattenmeer und da gibt es ja immer einen Symbolvogel. In diesem Jahr ist das der Löffler. Klingt für mich zwar eher nach Hase, aber ich lasse mich eines Besseren belehren. Eine Gruppe von Vogelfans war heute in der Krummhörn unterwegs auf der Suche nach dem Löffler, ob sie ihn gefunden haben. Und von der Krummhörn reisen wir einmal diagonal durchs Land in den Harz. Ganz genau an die Oker, malerisch, mancherorts richtig verwunschen, aber auch ganz schön gefährlich. Jedenfalls, wenn man mit dem Kajak unterwegs ist. Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Der Satz steht ja manchmal auf Postkarten, aber stimmt er auch? Ja, finden junge Leute in Lüneburg, die regelmäßig Partys veranstalten ohne Alkohol und damit auch ohne manch lästige Begleiterscheinung. Ja, na bitte. Wir feiern gleich weiter bei Hallo Niedersachsen. Und zwar feiern wir die Kolleginnen und Kollegen vom Hörfunk. Sie zu Hause feiern bestimmt mit. Schließlich wird das Radio 100 Jahre alt. Am 29. Oktober 1923 ist der erste zivile Radiosender in Deutschland on air gegangen. ARD-weit wird das in der nächsten Zeit gewürdigt. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um unsere Kollegen bei NDR 1 Niedersachsen zu besuchen. Ja, Happy Birthday und auf die nächsten 100 Jahre. Auf den Weg in die nächste Woche begleitet uns jetzt noch das Wetter. Und damit darf ich Sie in den Sonntagabend verabschieden. Vielen Dank fürs Schauen diese Woche. Morgen freuen Sie sich auf Arne Torben-Vogts hier im Studio. Jetzt noch das Wetter. Alles Gute und bis bald. Tschüss.